So, hallo und herzlich willkommen auf dem recht windigen Acker. Blöde Lichtbedingungen bitte ich zu entschuldigen, weil man muss im Schatten sitzen, sonst verreckt man. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen schlecht zu erkennen. Ich bin aber trotzdem ich und habe halt den Kopf noch im Schatten. Ne? Na, gut, egal. Machen wir so. Jetzt sieht man mich etwas besser. So, folgendes. Wir sind hier gerade am Aufbauen und am Rumprobieren mit diesen Dingern. Was sind das für Dinger? Das sind sogenannte Blachen. Blachen sind quasi die Schweizer Armee BW-Zeltbahnen. Ja, nur halt natürlich dann nicht BW, sondern Schweizer Armee. Haben viele Gemeinsamkeiten mit den BW-Zeltbahnen. Haben zum Beispiel auch diese großen Öffnungen, wo man diese Militärgestänge-Segmente reinstecken kann. Die gleichen, die die Schweiz hat, passen auch bei den deutschen Dackelgaragen. Und umgekehrt, die von der deutschen Dackelgarage passen auch bei den Schweizer Blachen. Dann haben die hier jeweils an den Rändern eine schöne Abspannschnur und diverse Möglichkeiten, einzelne Blachen miteinander zu verknüpfen. Die Dinger wiegen gefühlt ewig viel, also ähnlich wie die BW-Zeltbahn, die ist ja auch nicht leicht. Sind 100% Baumwolle, sind normalerweise noch imprägniert. Was wir hier haben, sind ganz alte, die bei den Pfadfindern lagernd sind. Also nichts besonders Tolles, aber für ein bisschen mal zeigen und ein bisschen rumexperimentieren und ein bisschen Spaß haben, reicht es vollkommen aus. Die sind mehr oder weniger quadratisch. Angeblich sollen sie nicht vollständig quadratisch sein, weil man wohl jeweils nicht genau nachgemessen hat. Aber ungefähre Kantenlänge 1,65 m x 1,65 m. Dementsprechend gibt es in jeder Ecke halt genau diese Vorrichtung. Jede Ecke sieht gleich aus und es gibt auch jeweils entlang sämtlicher Kanten hier jeweils ein Loch und auf der anderen Seite noch einen Knopf und man kann die also quasi beliebig zusammenknüpfen zu einem beliebig riesigen Rechteck, Quadrat oder was auch immer, was man halt aus diesen Planen haben möchte. Von daher ziemlich genial. Das geht mit den BW-Zeltbahnen jetzt nicht so richtig, weil die ja diese Trapezform haben, beziehungsweise wenn man die so zusammenbauen möchte, dann hat man immer diese Trapeze quasi im Weg. Natürlich kann man auch aus der BW-Zeltbahn alle möglichen tollen Zeltkonstruktionen zusammenkonstruieren. Ich würde aber sagen, es ist ein Vorteil, dass es hiermit halt einfach einfacher ist, weil die halt quadratisch sind und nicht so vergleichsweise kompliziert. Ja, was die wiegen, muss ich noch nachgucken. Schreibe ich euch dann gegebenenfalls noch dazu. Standardmäßig haben die solche Heringe hier. Die sind ein bisschen schwierig in den Waldboden zu kriegen, in den sehr festen Boden auch ein bisschen schwierig, aber hervorragend für leichte Böden geeignet, also sprich Sand. Und dadurch, dass die doch relativ lang und relativ breit sind, kann man die, glaube ich, auch sehr gut als Schneehering verwenden. Die Schweizer wissen schon, warum die einen Schneehering standardmäßig ihren Blachen beilegen, vermute ich jetzt mal. Dann gibt es noch standardmäßig diese Schnur, die ist jetzt nun wirklich nichts Besonderes, aber auch die wird dienstlich mitgeliefert und dann gibt es in so die ist in der Blache drin. Ah, okay, die Schnur, gut. Und dann gibt es noch diese entsprechenden Gestängesegmente in diesen Gestängetaschen. Kennt man von der Bundeswehr sehr, sehr, sehr ähnlich. Die Schweizer Dinger unterscheiden sich also nicht wirklich. Falls da überhaupt irgendeinen Unterschied gibt, dann sind das winzige Details, aber die sind jeweils miteinander kompatibel, die deutschen und die Schweizer Gestängesegmente. Und hier drin sind jeweils drei davon. Sachs. Und üblicherweise zwei von diesen Heringen. Hm? Drei? Auch drei Heringe. Oh, okay. Moment, wo ist der dritte? Ah, da war er. Gut, dann habe ich den noch nicht gesehen. Und die Dinger lassen sich halt eben entsprechend. Oh, die sind aber ganz alt. Die haben ja sogar noch Holz dran. Aber die lassen sich dann entsprechend so zusammenstecken. Die sind aus Holz, cool. Guckt mal, Holz, 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 Holz. Und nur hier unten ist ein kleines Alu-Segment. Also nur quasi das Ding, wo die ineinander gesteckt werden, ist aus Alu und der Rest ist aus Holz. Cool, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Also ich habe welche, die sind wohl etwas moderner. Die sind komplett aus Alu. Nichtsdestotrotz sind die mit den Deutschen trotzdem kompatibel. Cool, Holz. Ja, ich hoffe, man versteht mich gut. Hier geht ein Mordswind, aber ich habe ja jetzt den Puschel
Und der Puschel sollte eigentlich verhindern, dass man nicht zu verstehen ist, obwohl trotz wegen zu viel Wind. Ne? Also bin ich wirklich sehr gespannt, wie gut der Puschel diesbezüglich funktioniert. So, und dann haben wir jetzt Folgendes. Wir haben hier einmal die Baumeisterin, die hier inmitten vom Blase hockt und nicht auf die Kamera möchte, aber jetzt trotzdem drauf ist. Und wir haben hier bereits einmal eine entsprechende Konstruktion. Das ist ein Firstzelt quasi. Also das kennt man natürlich, ne? Das ist jetzt nichts Besonderes. Und somit natürlich die einfachste Konstruktion, die man mit zwei Blasen bauen kann. Wäre also jetzt das Gegenstück zum Bundeswehr. Zelt in Anführungszeichen. Nur dass hier halt eben diese Trapezteile fehlen, die bei der Bundeswehrplane noch dranhängen. Deshalb man mit dem Bundeswehrplan ein Zelt, das auf allen Seiten geschlossen ist, bauen kann. Das kann man mit zwei Blachen jetzt so erstmal nicht. Das heißt, da müsste man sich jetzt eben entsprechend quer reinlegen und dann halt hoffen, dass es einem nicht reinregnet oder halt noch mehr Blachen zur Verfügung haben, dass man das Ding dann auch zugebaut bekommt. Ja, das gucken wir uns schnell nochmal an. Genau, und wenn man dann da eben entsprechend noch eine dran schmeißt, dann kann man es auch einigermaßen ein wenig zuknüpfen. Du darfst sie wegnehmen und für den Gott abbrauchen. Danke. Jawohl. Also, schön getarnt. Ist klar. Schaut dann so aus. Spannt man die Ferstleine dann natürlich entsprechend ab. Und dadurch, dass man die hier so schön übereinander knüpfen kann, ist es auch recht unwahrscheinlich, wenn das jetzt hier hoch steht, dass es einem darunter regnet und dann quasi da rein tropft, sondern es regnet dann schön da drauf, fließt dann hoffentlich eben nach da ab oder nach da, aber es kommt jedenfalls kein Wasser drunter, sodass es also eigentlich nicht möglich ist, dass es oben rein tropft. Natürlich, die sind jetzt alt, wie gesagt, diese Blachen, die sind nicht mehr gut imprägniert, die müsste man jetzt in irgendeiner Form wahrscheinlich nachimprägnieren, wenn man es so richtig krass wasserdicht haben wollte. Was bei den Blachen allerdings netterweise nicht dran ist, was bei den Bundeswehrzeltbahnen eher als negativ sich erpuppt hat, sind diese Linien, diese Streifen. Ne? Die sind auch nochmal für diverse Aufbauvorgänge zu haben und sollen angeblich die Belüftung erhöhen. Also die BW-Zeltbahn hat da jeweils noch einen Schlitz, den man aber eigentlich nicht braucht und der nur die Wasserdächtigkeit verschlechtert. Und wenn wir jetzt hier noch einmal reinschauen, dann stellen wir fest, ja, ist genug Platz für zwei Personen auf jeden Fall. Man legt sich dann da so rum, ne? Also so in diese Richtung. Gut, mal schauen, was man da noch so bauen kann. So, wir bauen den Gotthardtunnel. Also ich baue den jetzt zum ersten Mal und kriege daher noch einige Instructions, wie das genau funktioniert. Ansonsten seht ihr es im Video ja einigermaßen, was wir da treiben. Das sind drei Blachen, die man aneinander geknotet hat, also geknüpft. Und daraus lässt sich dann wirklich so eine tunnelartige Konstruktion erstellen und nennt sich dann halt eben Gotthard oder Gotthardtunnel oder nochmal irgendwie anders. Gotthardzelt, ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Seht selbst. Ja, Schatz, wie ist sie denn, der Gotthardtunnel, oder wie heißt das Teil? Gotthardschlauch heißt das Teil. Gotthardschlauch, Moment. Naja, etwas pieksig untergrundbedingt. Aha. Ansonsten sehr gemütlich, schattig und trocken. Ja, das glaube ich. Also wir haben jetzt hier verbaut drei Blachen, insgesamt... Und zwei Zelteinheiten. Zwei Zelteinheiten. So, und dann soll ich noch dazu sagen, da passen rein, wie war das?
entweder drei schmale Würfe. Drei schmale Würfe. Oder zwei normal gebaute Menschen. Oder zwei normal gebaute Menschen. Alles klar, dann haben wir das jetzt auch. Ja, also das ist eine coole Konstruktion, muss ich sagen. Das gefällt mir gut. Also vor allen Dingen auch die Windstabilität. Und was wir jetzt natürlich. Und man hat einen Boden. Und wir haben jetzt hier, das ist jetzt nicht so ganz optimal gebaut, aber das liegt auch daran, dass der Acker natürlich nicht ganz eben ist. Ja, cool. Aha. Nicht wirklich. Warte mal. Naja, Rausspannung, aber man sieht nicht woran. Jo. Wir hatten die auch schon grüner gespannt. Das hat sich vielleicht durch das Laufen was durchgeknallt. Jo. Ich weiß es nicht mehr. Man könnte ihn prinzipiell, wir können ihn einfach mal schön raushalten und dann sieht man es. Ja, sehen tut man es. So, ne? Das wär's. Ja, so wär's gedacht. Man müsste dann halt wirklich irgendwelche Mini-Heringe noch aus Stöckchen bauen. Mit den großen geht das nicht. Ja, das ist ja nicht mal ein Stöckchen, das ist ein Tobinambur-Halm. So. Ja, okay. Jetzt bräuchten wir nur noch, warte, ich heb mal, du kriegst rein. Nein. Soll ich kriechen? Kriech du rein. Ich kriech. Naja, es wäre ein Windschutz zum drunter hocken. Für kleine Leute. Moment. Also eigentlich ist es ein Gepäckdienst, ne? Aber es muss doch möglich sein, mit diesen Blachen in irgendeiner Form. Ja, okay, also das. Das kannst du total verharzen. Ich bin gefühlt auch schon hinten. Gut, du bist auch zu groß. Einfach mal nicht. Okay. Das Elend ab. So, also, das, was wir jetzt gerade gebaut haben, das soll nicht eine Schlafunterkunft sein, also da soll man gar nicht drin pennen können, sondern das ist ein sogenannter Gepäckunterstand. Ja, okay, gut, aber ich finde schon ein bisschen, ne? Also ich darf ja ein kleines bisschen rumnörgeln, diese Teile machen zwar Spaß, diese Blachen, und wenn man viele davon hat, kann man da jede Menge Unsinn mit anstellen, aber der große Haken bei den Dingern besteht vor allen Dingen eben darin, dass man eine einzelne kaum als Unterkunft verwenden kann, denn wenn wir uns jetzt vorstellen, dieses Teil da wäre jetzt einfach nur ein Lean-to-Shelter, ne? Dann wäre es ja immer noch sau kurz, da passt man ja nicht wirklich drunter, liegenderweise. Also schon einigermaßen, aber da muss man schon eine ziemlich kurze Person sein. Also ich hätte meine Schwierigkeiten, das als komfortable Unterkunft dann eben entsprechend anzusehen. Man braucht also fast eigentlich zwei von den Dingern, weil die sind wohl schön breit in alle Richtungen, aber halt eben dadurch in keine Richtung so lang, dass man da wirklich gut drunter liegen kann, und demzufolge, gut. Aber ab zwei sind sie sehr lustig und man kann da viel Unsinn mit anstellen. Einwand?
Mit einer kann man sich einen Regenschutz basteln und man kann sich auch einen Regenmantel draus bauen. Wolltest du das noch vormachen? Ja, es ist schon warm genug, ich weiß. Geht das schnell? Gut, dann halte ich mal auf dich drauf. Da hat man die Dinger, wo am besten das Schnürchen noch drin ist. Ich da rein. Stellt sich da rein. Kann ich nachher zubinden. Ich weiß schon, dass es zu warm ist, Schatz. Ja, ich weiß, dass es zu warm ist. Wir wissen, dein Opfer alle zu würdigen. Will ich hoffen. Okay. Na cool. Ist die Schnute extra für gedacht, oder was? Also man kann sie so verwenden, ne? Cool. So. Dann kann man da wieder schön zuknippen. Da wäre ein schöner Zeitraffer, was Tolles. Ja, ja. Mei, dann schon. Das knippt man schön oben drüber. Ui. Und knüpft da auch noch analog zusammen, ne? Ja. So, so muss ich alles zuknüpfen. Nee. Da können die Ärmchen raus. Ui. Naja, ist einfach zum nicht nass werden. Wirklich, aber ohne Kapuze. Und da kriegst du es noch über den Kopf. Ich krieg's über den Kopf. Okay, danke schön. Bitte schön. Ja, also das war die Regenschutz-Ein-Personen-Poncho-Variante. Cool. Also finde ich ganz witzig, muss ich sagen. Gut, und dann sind wir auch schon durch. Dann sage ich an dieser Stelle auch schon wieder Tschüss, weil mehr haben wir nicht. Wir haben zwar theoretisch noch eine Plane übrig, aber wir haben nicht mehr genügend Baumaterial und wir wissen auch nicht, wo wir die jetzt noch oder zu was wir die noch verbauen könnten. Außer man könnte natürlich noch einen ganz langen Schlauch machen, also ein ewig hohes Firstzelt, theoretisch zwei Firstzelte hintereinander und in der Mitte eins zur Hälfte aufgeklappt. Also ich sage mal, damit ihr versteht, was ich meine, wenn man jetzt hier noch zwei weitere Firstzelte so der Reihe nach dranhängt und in der Mitte klappt man die vordere Plane hoch und stellt die dann noch mit zwei langen Stangen quasi hoch. Dann hätte man in der Mitte einen tollen Eingang und könnte dann auch wunderbar kochen und so weiter und hätte Platz für theoretisch mindestens 6 Personen. Mindestens. Also schon auch ganz cool. Ah ja, genau. Hier die Zeichnung, wie das dann aussehen würde. Jawohl. Tippidoppi. Ja, aber das war's dann nämlich jetzt wirklich. Mir fällt mir jetzt echt nicht mehr ein. Und dann macht's gut und tschüss.